Herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im Februar. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Wichtigkeit des bayerischen Ehrenamts und wir diskutieren eine stärkere Einbindung der Bürger in die Politik bei wichtigen Entscheidungen. Und im Plenum TV Kontrovers steht uns Johann Häusler von den Freien Wählern Rede und Antwort zum umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA, genannt TTIP. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Horst Arnold, 52 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Seit 2008 vertritt er den Wahlkreis Fürth-Stadt im Bayerischen Landtag. Als Sohn einer sozialdemokratisch geprägten Familie interessierte sich Horst Arnold schon früh für Politik. Mit 16 Jahren trat er dann in die SPD ein. Ich war auch in der Schule schon immer engagiert, habe versucht, soziale Rechte durchzudrücken, meinen Begriff von Gerechtigkeit, der in der Sozialdemokratie immer gut aufgehoben war, auch von der Tradition her und der Geschichte her zu leben und zu verwirklichen. Und es war dann sozusagen eine Parallele, die sich das ganze Berufsleben als Gestalten, als Leitplanke mitentwickelt hat. Ich schwimme jeden Tag mindestens 1000 Meter. Also Schwimmen ist sehr gut, und zwar deswegen, weil man dann bei der mindestens 10. Bahn zur Besinnung kommt und kann auch viel überlegen. Und man ist dann hinterher auch tatsächlich reingewaschen, wenn man sich duscht. Und kann den Alltag dann hinter sich lassen. Privat ist Horst Arnold in seiner Heimatstadt Fürth angekommen. Ein Umzug ausgeschlossen. Politisch will er hingegen noch bei einigen Baustellen weiterkommen. Besonders wichtig ist ihm dabei die offene Auseinandersetzung mit der Politikverdrossenheit der Bürger. Das ist mein Ziel, Politik als Chance zu begreifen, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie auch in die Zukunft hinein zu entwickeln, dass sich die Menschen an den Wahlen beteiligen und nicht abwinken und sagen, die machen sowieso das, was sie wollen. In Bayern hat der Bürger über sein Wahlrecht hinaus so viele Beteiligungsmöglichkeiten wie in keinem anderen Bundesland. Doch alle Fraktionen wollen den Bürger noch stärker einbinden. Während die CSU auf unverbindliche Volksbefragungen setzt, fordern die anderen Fraktionen verbindliche Volksabstimmungen. Die Volksbefragung ist zwar nicht verbindlich in dem Sinn, aber sie hat auch einen sehr starken bindenden Charakter. Und Sie können sicher sein, wenn Staatsregierung und Landtag diese Volksbefragung beschließt, dass sie für uns auch einen Charakter hat, der Demokratie ein zusätzliches Gewicht zu verleihen. Allerdings sind wir auch der Meinung, dass wir nicht auf jedes Partikularinteresse abfragen müssen durch eine Bürgerbefragung, wie es die Opposition zum Teil will, weil wir da die Sorge haben, dass die parlamentarische Demokratie über kurz oder lang ausgehebelt wird. Wir Freien Wähler stehen natürlich für mehr direkte Demokratie und auch für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der mündigen Bürger. Das ist ja, glaube ich, ein Problem auch der Demokratieakzeptanz in unserem Lande. Und deshalb haben wir eben auch den Gesetzesentwurf eingebracht, eben die Volksabstimmungen auch in der Verfassung zu verankern. Naja, man muss so sagen, Bayern ist ja die Schweiz Deutschlands, wenn wir das vergleichen. Oder frühere Ministerpräsident Herr Högner hat ja die Verfassung mit ausgearbeitet, hat ja in seiner Exilzeit in der Schweiz gelebt, hat sich ganz stark an diesem Schweizer Modell orientiert. Und deswegen haben wir ja schon immer in der Verfassung den Volksentscheid. Also insofern sind wir unheimlich demokratisch unterwegs und dieses Befragen ist eine zusätzliche Möglichkeit zu sagen, Leute, wie denkt ihr darüber? Wir sind für Volksbefragungen, wenn die Fragestellung, über die zu entscheiden ist, auch die Bürgerinnen und Bürger einbringen können. Und das stört uns als erstes am Gesetzentwurf der CSU, dass nur die Staatsregierung oder der Landtag eine Fragestellung formulieren kann, über die die Bürgerinnen und Bürger anschließend abstimmen können dürfen. Und das Zweite, was uns stört, ist schlicht und einfach, dass die Ergebnisse dieser Befragung unverbindlich sein sollen. Wir sind ja jetzt bereits in Bayern das Land innerhalb Deutschlands, wo die Bürgerbeteiligung am meisten wahrgenommen wird. Ich denke nur im kommunalen Bereich eben an die Bürgerentscheide oder auf Landesebene an die Volksentscheide. Das ist ja wirklich sehr gut genutzt wird. Wir wollen jetzt noch einen Schritt weitergehen und eben die Volksbefragung einführen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das Ehrenamt ist in Bayern eine wichtige und fundamentale Einrichtung. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, vor allem im Sozialsystem, würde Bayern vor große Probleme gestellt. Darin sind sich zumindest alle Politiker einig. Damit dieser Wichtigkeit auch Nachdruck verliehen wird, plante ein runder Tisch den Bayerischen Ehrenpreis. Dieser soll mit 100.000 Euro dotiert sein.
Doch wann er kommt und wie hoch dieser Preis tatsächlich ausfallen wird, ist doch ungewiss. Der Ehrenpreis wird 2016 das erste Mal verliehen im Rahmen einer Ehrenamtskonferenz sozusagen, um dem Ehrenamt einfach noch mehr Gewicht beizumessen und es zu würdigen. Das Schwierige ist, dass im Haushalt keine Mittel dafür vorgesehen worden sind von der Staatsregierung. Also da steht nichts drin und ein Konzept soll erst 2016 entwickelt werden. Ich bin nicht sehr glücklich, dass man auf diese Weise mit dem Ehrenamt umgeht. Ich denke, unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen mehr tun als ihre Pflicht. Und dies müssen wir immer im Hinterkopf behalten und auch das entsprechend wertschätzen. Dieser Innovationspreis, den wir zu Recht 2011 beschlossen haben, einstimmig hier im Landtag, der hätte eigentlich das Ziel gehabt, wirklich Initiativen und Bürgergruppen zu ehren für besonders gute Projekte, für besonders gute Zusammenarbeit. Und ich finde es eigentlich mehr als enttäuschend, wenn der erst im Jahr 2016 kommen soll. Wer ist denn aufgefordert, dann Innovationen einzureichen? Wie stellt man sich denn eine Innovation im Sinne des Preises vor? Wir haben über ganz Bayern verteilt tolle Ideen. Wir haben tolle Vorstellungen, was alles passieren kann mit den verschiedensten Ausgestaltungen. Und hier ist ein enormes Potenzial vorhanden und dort ist jeder aufgerufen, seine Ideen, seine Vorstellungen vor Ort einzubringen und den anderen zu präsentieren. Also wann er kommen wird, das steht jetzt in den Sternen. Das Volumen ist des Ehrenamtspreises hier ist nicht, also es wurde mal auf 100.000 als Summe festgelegt. Ich fand das wunderbar. Ich habe früher schon als Stadtjugendring-Vorsitzender immer fürs Ehrenamt gekämpft. Wir brauchen das Ehrenamt. Der Staat funktioniert gar nicht mehr ohne Ehrenamt, weil die Kosten sonst explodieren würden. Und da braucht es mehr als eine innovative Ideen, um die Leute dazu zu motivieren, im Ehrenamt sich zu engagieren. Plenum TV Kontrovers, das Thema diesmal das Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA, genannt TTIP, das Transatlantic Trade and Investment Partnership. Zu diesem Thema begrüße ich Johann Häusler von den Freien Wählern. Sie sind Mitglied des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie. Ja, korrekt. So. Ja. Das heißt, Sie haben den kompletten Einblick in das TTIP. Was ist denn das TTIP? Das TTIP ist also ein transatlantisches Handelsabkommen, das also pauschal und über alle Lebensbereiche hinweg die Handelsbeziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika künftig regeln soll und entsprechende Vorgaben dann letztendlich zur Umsetzung eines erleichterten Zugangs zu den jeweiligen Märkten gewährleisten soll. Brauchen wir sowas? Grundsätzlich brauchen wir natürlich transatlantische Abkommen. Wir brauchen sie deshalb, weil die USA sind unser größter Handelspartner. Wir sind auch im Anteil des Imports in den USA mit 8,4% ein ganz wesentlicher Partner, der größte Partner in den USA. Und wir haben natürlich aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur, ich nenne jetzt mal die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie und so weiter, Auto- und Maschinenbau, ganz wichtige Absatzmärkte in den Vereinigten Staaten. Nun heißt es ja, dass vor allen Dingen der Mittelstand und die Autoindustrie dieses Freihandelsabkommen stark begrüßen würde. Stimmt dies denn? Also die Autoindustrie macht es sehr wohl. Wir waren auch in den USA beim Mutterhaus der Firma Fendt in Georgia. Auch dort wird es sehr begrüßt. Ich erlebe aber andererseits im Moment bei vielen Innungen, bei vielen Handwerksbetrieben, dass die die Situation ganz anders einschätzen aus ihrer Sicht, aus mittelstandspolitischer Sicht und zunehmend sich mit dem Thema befassen, sich Gedanken machen und dann auch meistens zur Erkenntnis kommen, dass es für den Mittelstand eher nachteilige Auswirkungen hat. Welche wären das? Die Auswirkungen sind so, dass also sich ein Stück weit Wirtschaftskraft vom Mittelstand in die Konzerne verlagern wird. Das hat damit zu tun, dass der Mittelstand natürlich die wesentlichen Elemente dieses Abkommens, also sprich also frei die Investorenschutzklausel, dann die Gerichtsbarkeit, die Schiedsgerichte in der Form ja so gar nicht in Anspruch nehmen kann, wie das die transatlantischen und Großunternehmen können. Das heißt, also die anderen haben also dann mit den sogenannten Erleichterungen, die ja eigentlich da sind, sprich als Investorenschutzklausel, die haben natürlich dort dann Marktvorteil, insbesondere auch in der Nachfolge von Investitionsaufträgen gegenüber den mittelständischen Betrieben, die dann im nationalen Recht hier nicht wettbewerbsfähig sind gegenüber den privaten Schiedsgerichten. Also es wären dann ungleiche Wettbewerbsbedingungen? Ungleiche Wettbewerbsbedingungen.
für die kleinen Betriebe. Aber es gäbe ja trotzdem noch Vorteile, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung von Vorschriften. Richtig. Die Vereinheitlichung von Vorschriften ist immer eine positive Geschichte. Wir brauchen ja nicht unterschiedliche Lichtmerkmale bei Blinkern oder Ähnliches oder Stoßstangen und vieles andere mehr. Aber ich denke, das sind einfache Maßnahmen, die man auch bilateral regeln könnte. Da brauche ich nach meinem Dafürhalten jetzt nicht ein 1600-seitiges Papier dafür. Sie sagen gerade 1600-seitig. Was steht denn da drin? Weiß man das dann eigentlich? Normalerweise wird das ja alles hinter verschlossenen Türen diskutiert, sodass wir dann nur am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt werden. So ist ja die Kritik. Richtig. Die Kritik hat ja bei CETA angesetzt, dem Abkommen mit Kanada. Das ist ja komplett geheim verhandelt worden und dann eben zur Ratifizierung dann teilweise dann bekannt geworden. Und daran hat sich ja dann letztendlich auch die große Kritik dann auch dann angesiedelt, die dann natürlich bei dem viel wichtigeren Abkommen, weil Kanada ist also rudimentär im Verhältnis zu den USA, vom Wirtschaftsumfang, vom Austausch her, natürlich dann die Frage, was steht da drin, da verhandelt jetzt praktisch die USA mit der EU. Und wir können dem zustimmen, ohne im Grunde dann letztendlich die Details zu kennen. Und jetzt die neue Kommissarin hat jetzt dankenswerterweise daraus ein Stück weit Konsequenzen gezogen gelernt und man versucht jetzt sukzessive einzelne Bereiche zu veröffentlichen bzw. ein bisschen Transparenz zu schaffen. Das ist zumindest jetzt ein guter Weg. Und wir stehen jetzt vor der 9. Verhandlungsrunde und wir können nur immer wieder anfordern und mahnen, dass diese Dinge dann jetzt langsam immer mehr öffentlich kommen und zwar vollständig. Was Sie gerade angesprochen haben, die 9. Verhandlungsrunde jetzt dann im April. Ja. Manche befürchten, dass wenn wir jetzt nicht langsam zu Potte kommen, dass dann die USA sich in andere Richtungen bewegen würden und wir außen vor bleiben. Wir waren ja mit dem Ausschuss für den Landwirtschafts- und Agrarausschuss eher in den USA gewesen. Dort hat man uns das sehr unmissverständlich auch so dargestellt und hat gesagt, es gibt ja verschiedene Kriterien, die jetzt vom zeitlichen Ablauf da letztendlich Einfluss nehmen. Einmal ist es die Präsidentenwahl in den USA, die wollen vorher das Ergebnis haben, ne? Sonst wird das Ganze dann zum Schluss wieder neu aufgerollt und mit vollkommen unsicherem Ausgang. Und zum anderen ist es so, dass natürlich mit dem asiatischen Raum hier ein Stück weit gedroht wird, dass er sagt, wenn sich die Amerikaner mit den Europäern nicht vereinbaren können, dass sie dann eben entsprechende Abkommen mit der ASEAN-Gruppe, mit dem asiatischen Raum dann letztendlich dann schneller zum Abschluss bringen und dort dann die entsprechenden Handelsbeziehungen verdichten zu Lasten Europas. Wie würden Sie jetzt die Bevölkerung aufklären und für ein Handelsabkommen oder gegen ein Handelsabkommen stimmen lassen? Gut, es ist sehr schwierig. Jetzt, selbst die Fachpolitiker tun sich ja im Moment schwer, das eine Argument gegen das andere abzuwägen. Aber ich glaube, man muss der Bevölkerung einerseits die Chancen darstellen. Experten gehen davon aus, dass das Abkommen zum Wirtschaftswachstum führt in etwa von 0,05% pro Jahr, das sind auch entsprechende Arbeitsplätze dann letztendlich auch generieren kann. Und andererseits kommen natürlich die großen Ängste, welche Auswirkungen hat es auf unser unmittelbares Lebensumfeld? Lebensumfeld, das sind die Lebensmittelsicherheit, der hohe Lebensmittelstandard, das ist der Ausbildungsstandard im Mittelstand und Gewerbe. Ja. Das ist der hohe Standard der Daseinsfürsorge bei uns. Sie haben die Angst, dass das auf einem niedrigeren Level liberalisiert wird. Ne. Das sind auch die katholische Kirche in Bayern, hat Angst vor ethischen Vernachlässigungen und so weiter. Also es sind hier tatsächlich viele Ängste da, die könnten nur dadurch meines Erachtens ausgeschlossen werden, indem dieses ganze Verhandlungsniveau nicht auf dieser sogenannten Negativliste aufgebaut wird. Das heißt, es ist nur das, was direkt ausgeschlossen ist, nicht beinhaltet, sondern durch, so wie es die Amerikaner ablehnen, die Europäer ursprünglich gefordert haben, aufgrund einer Positivliste, dass nur diejenigen Maßnahmen und diejenigen Vorgänge dann diesem Vertrag unterliegen, die positiv aufgeführt sind. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg und dann hätten wir auch, glaube ich, eine Chance. Herr Häusler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns TTIP ein wenig näher zu erklären. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.